Ja, sehr geehrte Kunst- und Kulturinteressierte, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, uns begleiten auf der Suche nach großen Schätzen in kleinen Dörfern. Wir sind auf Einladung von Professor Dr. Mosbach heute in einem kleinen Ort im südlichen Landkreis Regensburg, etwa auf halber Strecke zwischen Regensburg und Straubing, auf Hausen zwischen Sünsching und Hagelstadt gelegen. Und Sie sehen hinter mir schon die Kirche Maria Schnee, die sich hier erhebt, 20 Meter über dem Tal der Großen Laber. Und Professor Dr. Mosbach hat in dieser Kirche, dieser Wallfahrtskirche Maria Schnee, ein Kunstobjekt entdeckt, das wir Ihnen heute näher bringen wollen. Bitte begleiten Sie mich hinein in das Objekt. So, ich bin jetzt auf der Suche nach Dr. Mosbach hier im Klostergarten gelandet. Und ja, man kann sich leicht verirren. Oh, hier sehe ich jemanden. Da kenne ich doch jemanden. Schwester Hildegard, ja, grüß Gott. Grüße Sie, Herr Dieres. Schön, Sie zu sehen. Ja. Grüße Hildegard, wir machen gerade eine Filmaufnahme über Maria Schnee in Aufhausen. Ich bin auf der Suche nach einem Kunstobjekt. Und es ist schön, dass ich Sie sehe. Sie waren gerade in diesem Raum drin. Ist das was Besonderes? Das geht hier so ein bisschen unter, dieses Häuschen. Ja, oder natürlich ist das was Besonderes. Ja. Und zwar ist das hier eigentlich ja, der Gründungsort für unsere Wallfahrtskirche Maria Schnee. Und unser Pfarrer Seidenbusch, den wir hier besonders verehren, der hat eigentlich hier schon ja, seine erste Gebetsstätte errichtet. Er wollte immer wieder auch sich zurückziehen. Da steht es auf Seidenbusch Klause. Und wann hat er gelebt, der Pfarrer Seidenbusch? Wann war das? Ja, das war 1641 bis 1729. Also er ist sehr betagt verstorben und war hier Pfarrer in Aufhausen. Also er ist ja eigentlich ein Münchner Kindl und ist dann über den Abt von St. Emmeran in Regensburg, über den Abt Celestin, ist er hier dann nach Aufhausen geschickt worden, weil er wollte eigentlich nur Seelsorger sein und daher eine ganz mini kleine Pfarrstelle. Und Aufhausen gehörte damals zu dieser Benediktinerabtei. Also es wurde eigentlich delegiert. Er hat seine Madonna, die er in München geschenkt bekommen hat von den Jesuiten, hat er also mitgebracht und in seinem Privatbesitz gehabt und eigentlich in einer solchen Klause hingestellt und zusammen mit einem Kreuz noch von Scheiern, was er bekommen hat, und dort hat er gebetet. Es war keine öffentliche Kapelle, sondern nur eine Klause, Gebetsklause, wo er sich zurückgezogen hat. Als normaler Diözesanpfarrer hat er gemerkt, die Wallfahrt wächst. Die Menschen haben hier einen Gnadenort, ja, gemerkt, dass hier ein Gnadenort ist und sind hierher zu Fuß gepilgert. Und er hat dann gemerkt, ja, wenn sie kommen, dann heißt es Beichte, dann heißt es Heilige Messe, speziell für eine Gruppe. Und so hat er verstanden, er schafft es nicht alleine, wenn es sich hier weiterentwickeln soll. Und deswegen ist er dann ja, nach Rom und hat sich umgeschaut. Aber er hat vorher schon vom Oratorium gehört in Rom und hat dementsprechend dort mal angefragt, wie das denn ist. Und ist dort eingetreten und hat die Erlaubnis bekommen, vom Papst hier das erste Oratorium in deutschen Landen zu gründen. Das klingt nach einer neuen Geschichte, die wir heute aber nicht mehr erzählen wollen. Schwester, ich bin auf der Suche nach Dr. Mosbach. Der hat einen Schatz hier entdeckt, noch einen Schatz entdeckt, ja, in Aufhausen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Gute. So, da schauen wir, wo der Dr. Mosbach ist. Ah, hier ist der. Hier Herr ist der. Dr. Mosbach. Hallo. Grüß Sie. Grüß Sie, Herr Dieves. Schön, dass wir Zeit gefunden haben. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben einen Schatz gefunden. Hier einen in Aufhausen. Großen Schatz, einen ja. Großen Schatz in Aufhausen. Und der Schatz hat uns gefunden. In der Wallfahrtskirche Maria Schnee. Genau. Da steht es ja auch. Da bin ich gespannt, was Sie für uns, für Damen und Herren, mitzukommen sind. Haben. Was zeichnet nun dieses Tafelbild aus? Für mich ist das ein Marienbild, wie es viele gibt. Was ist das Besondere an diesem Bild? Ja, das Besondere an dem Bild ist, das ist die Darstellung Maria in der Halle, heißt es. Es ist tatsächlich die Darstellung der heiligen Familie, Maria mit dem Kind, Josef. Die Darstellung ist diese Renaissance-Halle,
Frührenaissance-Halle in einer spätmittelalterlichen Landschaft, geschaffen von einem Maler, der Zeitgenosse von Albrecht Dürer und Albrecht Altdorfer war. Jörg Breu hat ziemlich genau die gleichen Lebensdaten wie Albrecht Altdorfer. Dieser Jörg Breu gilt als einer der Wegbereiter der Frührenaissance-Malerei bei uns in Süddeutschland. Und hier haben wir ein Werk, das ja im Grunde genommen so ein Phasenübergang zeigt von der Spätgotik in die Renaissance hinein. Hier ist es jetzt noch Frührenaissance-Malerei. Die kommt damals Anfang des 16. Jahrhunderts so langsam nach Süddeutschland. Über, ja, in Augsburg natürlich, in Landshut, in Regensburg. Das sind die ganz frühen Orte der Renaissance, der Frührenaissance. Das Bild befand sich im Besitz von Pichelmeier, sonst hätte er es stiften können. Wie der da dran gekommen ist, sind wir nicht. Aber er hat es natürlich eingekleidet in diesen üppigen Akanthusrahmen. Diese Akanthusaltäre sind eine ganz typische Erscheinung im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts bis in die Zeit um 1710, 1720. In der Oberpfalz finden wir die sehr häufig, von Norden bis nach Süden, bis nach Aufhausen, bis nach Moosheim, südlich von Regensburg. Und das sind Altäre, die aus Italien kommen und sich sehr stark in Böhmen und in der Oberpfalz verbreitet haben. Es ist natürlich diese mittelmeerische Distelart der Akanthus, den wir überall in Italien, in Griechenland finden können und der jetzt hier sozusagen den Laubwerkrahmen bildet, aber eben schon rechteckig sozusagen, was eigentlich dem Wesen des Akanthus-Altars widerspricht, der eben ein untektonischer Altar ist. Wenn es Jörg Breu ist, das ist immer nicht nur zugeschrieben, das ist nicht gesichert. Also bei Jörg Breu ist keine Signatur dran. Und man kann es an der Landschaftsdarstellung, es lässt sich stilistisch, lässt sich in seinem Werk schon unterbringen. Er hat später etwas hausbackene Figurenköpfe gehabt, aber in seiner frühen Zeit war er da ein unglaublich innovativer und großartiger Maler, als er noch jung war. Und später ist er dann eben in gewissen Formen erstarrt. Er war ja sogar dann ein Anhänger der Reformation und hat den Bildersturm für gut geheißen, der auch seine Werke zerstört hat. Wissen Sie, ob es im Landkreis Regensburg noch ein Gemälde von Jörg Breu gibt? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja, gibt es nicht.